Hunderte Menschen haben sich in Deutschland unter der Bürgerinitiative Sauberer Himmel mit einem Anwaltsschreiben an das Umweltbundesamt und das Luftfahrtbundesamt gewandt. Sie seien in Sorge über täglich auftretende weltweite Beobachtungen sogenannter Chemtrails. So versprühten Linienflugzeuge und Militärflieger illegal chemikalische Kleinstpartikel, Nanopartikel, auch im Luftraum über Deutschland. Diese könne man am Himmel genau von herkömmlichen Kondensstreifen unterscheiden, heißt es. Auch in den USA werden Chemtrails seit Jahren thematisiert. So soll der ehemalige FBI-Chef von Los Angeles, Gunderson, bestätigt haben, dass Chemtrails über den USA, Kanada, Mexiko, England, Schottland, Irland und Nordeuropa versprüht werden. 1988 gründeten die Vereinten Nationen den Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC. Dessen Aufgabe ist es, einen Weg zu finden, wie die Menschheit mit den Folgen des Klimawandels umgehen könne und den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf maximal 2 Grad zu begrenzen. Denn schon damals waren sich die Wissenschaftler einig, dass es einen Klimawandel gibt. Nur was ihn verursachte, war noch strittig. 1991 spuckte der Pinatubo Unmengen an Schwefeldioxid aus, das 12 Kilometer hoch bis in die untere Stratosphäre aufstieg. Dort verteilte sich das Gas um den ganzen Globus und senkte vorübergehend die mittlere Erdtemperatur um ein halbes Grad Celsius ab. Und das wollen einige Forscher nachahmen. Flugzeuge zum Beispiel sollen Schwefel in die obere Atmosphäre bringen. Die Schwefeldioxidteilchen streuen das Sonnenlicht und reduzieren die auf der Erde ankommende Strahlung. Entlang der weltweiten Flugrouten soll das Gas global verteilt werden und die Erderwärmung bremsen oder sogar stoppen. Dieser Effekt wird auch Pinatubo-Effekt genannt und er sorgt dafür, dass durch die Staubpartikel in der Luft weniger Sonnenlicht auf die Erdoberfläche trifft. Wenn man diese Feinstaubpartikel mit Hilfe von Flugzeugen in die Atmosphäre bringen will, könnte man sich die Mantelstromtriebwerke dieser zunutze machen. Diese sind so aufgebaut, dass ca. 30% der vorne hineinströmenden Luft in die Brennkammer gerät und dort mit dem Kerosin verbrannt wird, während ca. 70% der Luft um die Brennkammer herumgeführt wird, um diese zu kühlen. In diesen Kaltluftstrom könnte man Sprühdüsen installieren, die diese Partikel dann freisetzen. Hier seht ihr ein Mantelstromtriebwerk von hinten abgebildet. Schön zu erkennen, der äußere Ring ist der Kaltluftstrom und der innere Kreis ist der Auslass der Brennkammer. Hier eine etwas modernere Version, aber das gleiche Prinzip. In Gebieten ohne regulären Flugverkehr könnte man Tankflugzeuge der US Air Force einsetzen, wie zum Beispiel hier die KC-10, die eigentlich zum Betanken von Kampfjets gedacht ist, oder hier die KC-135, die etwas mehr Kapazität hat. Hier zu sehen ein Sprühaufsatz auf dem Tankstutzen. Zur Finanzierbarkeit dieses Projektes, welches auch Global Shield Project genannt wird, ist Folgendes anzumerken. Die Militärausgaben der USA betragen derzeit ca. 600 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Diese Statistik aus dem Jahr 2007 ist schon etwas veraltet, aber auch hier wird deutlich, dass die USA im Vergleich zu allen anderen Nationen mit Abstand das größte Potenzial haben. Jetzt könnte man meinen, dass diese hohen Militärausgaben mit dem Krieg gegen den Terror im Irak, Syrien und Afghanistan zu tun hätten. Aber für diesen Krieg gegen den Terror werden nur ca. 100 Milliarden im Jahr eingesetzt. Die USA geben für ihr Militär fast genauso viel aus wie alle anderen Nationen der Welt zusammen. Sie könnten es also sozusagen alleine gegen die ganze Welt aufnehmen. US-Soldaten sind in fast allen Ländern der Welt stationiert. Die einzigen Nationen, die davon nicht betroffen sind, sind hier weiß markiert. Und desto dunkelgrüner, desto mehr Truppen sind stationiert. Dies ist ein Satellitenfoto der US Air Force Base in Ramstein in der Nähe von Frankfurt am Main. Allein hier arbeiten über 35.000 Militärangehörige. Dann gegen Ende der 90er Jahre traten in den USA vermehrt seltsam langanhaltende Streifen am Himmel auf, die sich nicht auflösen. Hier links zu sehen ein Flugzeug mit normalem Kondensstreifen,
während hier rechts der Streifen sich nicht auflösen will. Und durch eine optische Täuschung könnte man jetzt annehmen, dass der Streifen rechts sich in einer geringeren Höhe befindet als der kurze links. Das ist jedoch nicht der Fall, da sich Verkehrsflugzeuge bei Reiseflughöhe immer zwischen 10.000 und 12.000 Metern aufhalten. In folgender Zeitrafferaufnahme kann man schön erkennen, wie das Breiterwerden eines Streifens dazu führt, dass er optisch immer näher wirkt. In dieser Zeitrafferaufnahme werdet ihr drei Flugzeuge sehen, die hintereinander an derselben Stelle langfliegen, während zwei davon einen immer breiter werdenden Streifen nach sich ziehen und eins davon, das jetzt hier zu sehen ist, einen normalen Kondensstreifen nach sich zieht. Wie schon erwähnt, wirkt der jetzt gleich frisch entstehende Streifen weiter weg als der schon breite Streifen. Aber durch das Breiterwerden des linken Streifen merkt man, dass sie sich in selber Höhe befinden. Hier gleich vier Tankflugzeuge im Parallelflug. Und dann, am Anfang des 21. Jahrhunderts, tauchte dieses Phänomen auch vermehrt im deutschen Luftraum auf. Hier zu sehen ein breiter, sich nicht auflösender Streifen, während im Hintergrund überall normale Verkehrsflugzeuge mit normalem Kondensstreifen unterwegs sind. Wie ist so etwas möglich? Wie gesagt, der breite Streifen sieht nur durch eine optische Täuschung näher aus als die dünnen Streifen. Aber nicht nur im deutschen Luftraum, sondern auch in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel hier über Amsterdam, war dieses Phänomen vermehrt anzutreffen. About 40, 50 chemtrails. Unbelievable. Unbelievable. All the air is filled with poison, poison and poison. Unbelievable. There's another one. Unbelievable. Kondensstreifen bilden sich erst ab einer Höhe von ca. 9000 Metern, da es unterhalb dieser Höhe zu warm ist, um bei gegebenen Luftdruckverhältnissen Eiskristalle zu bilden. Folgendes Beispiel zeigt drei Flugzeuge, die sich alle in einer Höhe befinden, in der keine Kondensstreifen entstehen. Eins davon hat schon aufgehört zu sprühen. Das sieht man jetzt hier in der Mitte fliegen, ohne Kondensstreifen und ohne langanhaltenden Chemtrail. Die beiden anderen sind noch kräftig am Sprühen, werden aber jetzt auch nacheinander abschalten. Wenn man sich jetzt mal die zurückgelegte Strecke anschaut, dann sieht man den Streifen des ersten Flugzeuges genau hier. So, jetzt hat er zweite aufgehört zu sprühen, das sieht man genau hier, einfach abrupt Stopp und gleich wird der dritte auch aufhören und zwar genau jetzt hat er aufgehört. Streifen, die nicht aus Triebwerken kommen, normale Kondensstreifen in bzw. genau hinter einem Chemtrail, Sprühdüsen, die am äußeren Rand eines Triebwerks montiert sind, also am Kaltluftstrom, und umgebaute Passagierflugzeuge mit zusätzlichen Tanks anstatt Sitzplätzen. Wenn genügend dieser Streifen versprüht wurden, dann bildet sich ein weißer Nebel. Dieser Nebel führt dazu, dass weniger Sonnenlicht auf die Erdoberfläche trifft. Auffällig ist vor allem, dass diese Sprühaktionen immer in Bezug zur Sonne stattfinden. Das heißt, morgens im Osten, mittags genau über einem und abends im Westen. In diesem Video sieht man, wie vor der Sonne die meisten Streifen zu finden sind.
Leider eine sehr schlechte Videoqualität, aber trotzdem sehr eindrucksvoll zu sehen. Da wo keine Sonne scheint, ein, zwei Streifchen und auf der gegenüberliegenden Seite, wo die Sonne scheint, alles zugekleistert. Wenn sich die Partikel nicht gleichmäßig zu einem Nebel verteilen sollen, sondern Wolkenteppiche bilden sollen, dann müssen zusätzlich noch Polymerfasern versprüht werden. Polymerfasern sind feine Kunststofffasern, deren Versprühung im Gegensatz zu den Feinstaubpartikeln so aussieht. Die zwei langen Streifen sind natürlich herkömmliche Partikelstreifen, während der von links nach rechts gehende abgehackte Streifen die Polymerfasern darstellt. Versprüht ein Flugzeug im rechten Triebwerk Partikel und im linken Triebwerk Polymerfasern, dann entsteht innerhalb kürzester Zeit so ein Streifen, was auch relativ häufig zu beobachten ist. Wie zum Beispiel hier links oben im Bild. Diese Polymerfasern kann man überall auf Feldern, Wiesen und auch auf dem Rasen im eigenen Garten liegen sehen. Sie sind dünner wie Spinnfäden, aber trotzdem beim richtigen Winkel zur Sonne gut zu erkennen. Das hier ist der richtige Winkel zur Sonne, das heißt kurz nach Sonnenaufgang oder kurz vor Sonnenuntergang. Wenn sie in einem flachen Winkel zum Feld steht, muss man in Richtung Sonne auf das Feld oder die betroffene Stelle gucken. Spinnfäden hingegen sind bei allen Wetterlagen und auch egal bei welchem Winkel zur Sonne sichtbar. So kann man unterscheiden, um was es sich handelt. Auch ein Zugtest mit der Hand bringt Klarheit. Während Spinnfäden sich erstmal in die Länge ziehen lassen, bevor sie reißen, reißen Polymerfasern sofort, da sie keine Elastizität besitzen. Das ist das ungefähre Größenverhältnis zwischen einem Spinnfaden und einer Polymerfaser. Ungefähr nur, weil es verschiedene Größen an Spinnen und somit auch an Spinnfäden gibt. Mal abgesehen davon, dass Spinnen nicht einfach sinnlos quer übers Feld irgendwelche Fäden ziehen, flattern Spinnfäden auch nicht so stark im Wind, da sie immer unter einer gewissen Spannung stehen. Kondensstreifen am Himmel kommen häufig vor. Seit den 40ern kann man Abgase von Düsentriebwerken beobachten. Aber seit circa einem Jahrzehnt hat sich etwas geändert. Sie bleiben länger bestehen. Am Himmel passiert etwas Neues, Ungewöhnliches. Das sind chemische Spuren. Es gibt Befürchtungen, die Kondensstreifen würden durch experimentelle Zusatzstoffe zu chemischen Streifen, sogenannten Chemtrails. Das sei ein Hinweis auf geheime Tests in der Atmosphäre. Tests, die hohe Gesundheitsrisiken haben könnten. Mit Zunahme des Flugverkehrs entstehen viele Kondensstreifen. Laut Luftfahrtexperten ist das auch schon alles. Andere glauben jedoch, dass Flugzeuge hoch oben am Himmel chemische Zusatzstoffe für Experimente verteilen. Sie nennen sie Chemtrails. Sie behaupten, früher hätten sich die Kondensstreifen innerhalb weniger Minuten aufgelöst, was heute nicht mehr der Fall sei. Zum ersten Mal bemerkte ich es 2002. Ein Freund machte mich vor seinem Büro darauf aufmerksam, wie ungewöhnlich langlebig die Kondensstreifen sind. Es ärgerte mich. Unser einst tiefblauer Himmel war inzwischen komplett vernebelt durch künstlich geschaffene Wolken, die das Sonnenlicht blockierten.
these man-made clouds, blocking the sunlight. Schließlich fand sie heraus, dass sie mit ihren Sorgen nicht allein war. Auf hunderten von Internetseiten gab es Schilderungen zu den langlebigen, beständigen Kondensstreifen. Enthüllungsjournalist Will Thomas befasst sich seit über 10 Jahren mit dem Thema. Die Streifen tauchten über ländlichen Gebieten abseits gewöhnlicher Luftverkehrsstrecken auf. Sie sind wochenlang zu sehen und verschwinden dann komplett. Monate später erscheinen sie wieder. Sie sind kein Ergebnis regelmäßigen Flugverkehrs. Anfang der 90er entwickelte der Physiker Edward Teller ein Experiment bezüglich globaler Erwärmung. Teller wollte Aluminiumoxid in die obere Atmosphäre schießen. Die Partikel, die wie winzige Spiegel wirken, würden einen Teil der Sonnenstrahlen ins All reflektieren. Offiziell soll das Projekt nie über die Planungsphase hinausgelangt sein. Besorgte Bürger glauben jedoch, dass der Plan jetzt heimlich umgesetzt wird. Vom Boden aus betrachtet unterscheiden sich die Chemtrails gewaltig von normalen Kondensstreifen. Visuelle Indizien sind klar und deutlich wahrnehmbar und die Sorge wächst. Vertreter der Chemtrail-Theorie halten die Aktivitäten für Geheimoperationen, um einen Klimawandel hervorzurufen. Einen Klimawandel hervorrufen? Ging es nicht darum, den Klimawandel einzudämmen bzw. zu verhindern? Nun ja, diese komischen Wetteranomalien, die wir mit Sicherheit alle schon bemerkt haben, sind ja im Endeffekt zeitgleich mit den Streifen am Himmel aufgetreten. Da stellt sich schon die Frage, ob es vielleicht nicht nur möglich ist, einen Pinatubo-Effekt zu erzeugen, sondern vielleicht auch einen Treibhauseffekt? Bevor wir uns anschauen, was mit dieser Technologie alles möglich ist, zeige ich euch noch ein paar eindeutige Beweise, dass dieses Projekt tatsächlich umgesetzt wird. Als nächstes werdet ihr eine interessante Aufnahme eines Piloten sehen, die er aus seinem Cockpit heraus gefilmt hat. Vor ihm fliegt eine KC-10, das Tankflugzeug der US Air Force. In dieser Aufnahme werdet ihr sehen, dass es sich nicht um einen Kondensstreifen handeln kann, der aus den Triebwerken kommt, sondern es sich um einen Chemtrail handelt, der aus Sprühdüsen unterhalb der Tragflächen stammt. Jetzt gleich schaltet er das Sprühsystem auf und fliegt auch ohne gewöhnlichen Kondensstreifen weiter. Das heißt, das Flugzeug befindet sich in einer Höhe, in der noch gar keine Kondensstreifen entstehen. Die Piloten, die das Ganze filmen, werden sich gleich auf Englisch unterhalten. Das Gespräch werde ich natürlich übersetzen. Versprüht er gerade einen Chemtrail? Ja, wir sind direkt über ihm. Ja, ich weiß. Ich stell das auf YouTube. Nimmst du das gerade auf? Ach, du nimmst es gerade auf. Es sieht aus, als würde es aus seinen Flügeln heraus sprühen. Hier über München, zwei Sprühflugzeuge schalten ihren Sprühvorgang ab, um mit normalen Kondensstreifen eine 180-Grad-Wende zu fliegen. War wahrscheinlich auch besser so, kurz auf Pause zu drücken. Nicht, dass solche auffälligen Flugmuster entstehen. Das hier ist der Himmel über Fürstenfeldbruck. Fürstenfeldbruck ist eine Kleinstadt 25 Kilometer westlich von München.
Solche Flugmuster zu fliegen, ohne Angst davor zu haben, aufzufliegen, zeigt uns, dass die Jungs, die das machen, uns für genauso dumm halten, wie wir auch sind. Eine Aufnahme aus Holland. Zu sehen überall Chemtrails. Und mitten durch dieses Geflecht aus Chemtrails fliegt ein Flugzeug mit normalen Kondensstreifen. Wenn diese langanhaltenden Streifen normale Kondensstreifen sein sollen, was bitteschön ist dann das? Das hier ist immer noch Holland. Holland liegt ja westlich von Deutschland und da wir in Europa meistens Westwind haben, das heißt, das Wetter zieht von Westen her über uns. Dadurch kann es sein, dass westlich von uns solche Sprühaktionen stattfinden, während bei uns nur noch eine Nebelschicht ankommt und wir die einzelnen Streifen gar nicht mehr erkennen. Examine me, search for anything that lies beneath. Cause sometimes what I see becomes overbearing. A generation running wild like if no one's caring. People just pass by and they stay looking, staring. Where's the full armor of God that we should be wearing? I was juror number 8 in the murder case. To hear testimonies of a baby girl who take. Wie schon angedeutet, ist es mit dieser Technik nicht nur möglich, eine Abkühlung, also einen Pinatubo-Effekt zu erzeugen, sondern es ist auch möglich, eine Erwärmung, also einen Treibhauseffekt zu erzeugen. Beim Treibhauseffekt kann das kurzwellige Sonnenlicht durch die Chemtrail-Schicht hindurch, trifft auf die Erdoberfläche auf und wird dort in langwellige Infrarotstrahlung, also Wärme, umgewandelt. Diese Wärme wird von dieser Chemtrail-Schicht wieder zurückreflektiert und kann somit nicht entweichen. Dadurch wird es wärmer, als es normalerweise ist. Diesen Effekt macht man sich auch in Treibhäusern zunutze, daher auch der Name Treibhauseffekt. Das kurzwellige Sonnenlicht kann durch die Plastikschicht des Treibhauses hindurch, wird dort von den Pflanzen und von der Erde in Wärme umgewandelt und diese Wärme kann logischerweise nicht aus diesem Haus heraus. Diesen Effekt kennt ihr auch von eurem Auto. Während es draußen angenehm warm ist, ist es im Auto unangenehm heiß. Wenn abends kurz vor Sonnenuntergang ein dichtes Chemtrail-Netz versprüht wird, dann kann über Nacht die Wärme nicht ins Weltall entweichen. Wenn dann am nächsten Tag die Sonne wieder aufgeht, heizt sie schon einen vorgewärmten Planeten auf. Das heißt, dass selbst wenn an diesem Tag keine Chemtrails versprüht werden, kann dieser Tag wärmer sein, als er eigentlich gewesen wäre. Dass Chemtrails nicht erst seit Ende der 90er Jahre, sondern schon seit dem Zweiten Weltkrieg versprüht werden und dass die ganze CO2-Diskussion nur ein Ablenkungsmanöver ist, um von den wahren Ursachen des Anstieges der globalen Durchschnittstemperatur abzulenken, wird anhand folgender Aufnahmen und Messreihen deutlich. Während des Zweiten Weltkrieges fanden massive Sprühaktionen seitens der Bomberstaffeln statt. Diese Sprühaktionen wirkten sich massiv auf die globale Durchschnittstemperatur aus. Hier in dieser Messreihe schön zu erkennen, bei diesem Anstieg um 1940-45 herum. Danach ebbte es wieder ab, da weniger Flugzeuge am Himmel waren und deswegen auch weniger Kapazitäten, um solche Stoffe in die Atmosphäre auszubringen, vorhanden waren. Doch mit dem Anstieg des zivilen Luftverkehrs stiegen die Kapazitäten wieder. Vergleicht man jetzt den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur mit dem Anstieg des zivilen Luftverkehrs, dann stellt man fest, dass nicht CO2, das schon seit Hunderten von Jahren in die Atmosphäre ausgestoßen wird, sondern der Flugverkehr Ursache des Klimawandels ist. Das heißt, selbst wenn diese Streifen am Himmel normale Kondensstreifen sein sollen, wenn es immer noch Leute geben sollte, die glauben, dass das normale Kondensstreifen sind, dann stellt sich trotzdem die Frage,
Weshalb tischt man uns so ein CO2-Weltuntergangsmärchen auf, anstatt uns einfach die Wahrheit zu sagen, die da lauten würde, fliegt anstatt in 10 Kilometer Höhe einfach in 8 Kilometer Höhe, wo noch keine Kondensstreifen entstehen und alles ist in Ordnung. Und man könnte schon allein mit dem Planen von Flugrouten und Abflugs- und Ankunftszeiten das Wetter gezielt manipulieren. Und wenn man das nicht täte, also Flugrouten und Abflugszeiten ohne Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Wetter planen würde, dann würde man sehr unverantwortlich handeln, da man ja aus Versehen Unwetter wie Überschwemmungen, Dürren oder Waldbrände auslösen könnte. Auch wenn dieser Chemtrail nicht der Wettermanipulation dient, zeigt er doch, dass schon 1921, also weit vor dem Zweiten Weltkrieg, es kein Hirngespinst gewesen wäre, wenn man von Chemtrails gesprochen hätte, also der Ausbringung von Partikeln mittels Flugzeugen. In einem Propagandafilm der amerikanischen Luftwaffe 1944 begleitet die Kamera den Einsatz einer B-17 Staffel. They're climbing higher now, 300 feet a minute. The strain on the planes and on the men is mounting. Best operational altitude, 25,000 feet, 5 miles straight up. Higher and colder, temperature 40 degrees below zero. Take off your glove and you loosen fingers. Eine erste Kondensationsbildung von Abgasen aus den Motoren setzt ein. Higher and higher, into the lifeless stratosphere. Until the exhaust of the engines mixing with the cold thin air condenses and streams the heavens with vapor trails. Handelt es sich hierbei tatsächlich nur um eine gewöhnliche Kondensstreifenbildung? Schauen wir uns diese kurze Sequenz noch einmal genauer an. Wir glauben, die vier Abgasfahnen der Motoren zu sehen, welche hinter dem Flugzeug kondensieren. Die genauere Analyse zeigt jedoch, dass die vier mutmaßlichen Abgasfahnen nicht an den dafür vorgesehenen Stellen der Motoren austreten, sondern genau zwischen ihnen. Der Vergleich mit einer anderen B-17 aus einem anderen Blickwinkel belegt dieses ungewöhnliche Indiz und führt konsequent zur Frage, aus welcher Substanz dann der mutmaßliche Kondensstreifen hinter dem Bomber besteht. Ein weiteres Indiz, den plötzlichen Abriss von Kondensstreifen, ist 1944 wieder erwarten, auch hier schon zu beobachten. Diese seltene Aufnahme zeigt, wie der Sprühvorgang an der zunächst rechts im Bild zu sehenden Maschine plötzlich stoppt. Sekunden später stoppt die Kondensstreifenbildung an der Maschine in der Mitte des Bildes. Während die links von ihr fliegende B-17 überhaupt keinen Kondensstreifen aufweist. In dieser Sequenz von 1944 wird belegt, dass die in 8 Kilometern Höhe fliegenden Propellerflugzeuge keine derartig massiven Kondensstreifen erzeugen können, außer es werden vorinstallierte Sprühsysteme aktiviert, an- und ausgeschaltet. In einer 1945 gedrehten Dokumentation während eines Luftkampfes zwischen B-17-Bombern und deutschen Jagdflugzeugen wiederholt sich das gleiche Phänomen.
Auch hier erwähnt der Kommentator die eindrucksvollen Kondensstreifen, nachdem die Kampfflugzeuge mit knapp 8 Kilometern ihre Einsatzhöhe erreicht haben. In einiger Entfernung sind bereits die einmotorigen feindlichen Jäger zu sehen. Ihre Abgasfahnen hinterlassen zu diesem Zeitpunkt nur noch einen relativ kurzen Streifen. Die massiven Kondensstreifen, welche die B-17 nach Erreichen ihrer Einsatzhöhe in 8 Kilometern in der Szene vorher erzeugt haben, sind nun beim gesamten Geschwader auf unerklärliche Weise verschwunden. Zeitgleich setzt eine massive Kondensstreifenbildung bei den feindlichen Jagdmaschinen ein. Aus militärischer und strategischer Sicht ein vollkommener Unsinn. Denn dadurch sind die feindlichen Jäger perfekt für einen Abschuss verfolgbar. Erstaunlicherweise verschwinden in der nächsten Kampfhandlung fast alle kurz zuvor zu sehenden, massiven Kondensstreifen der feindlichen Jagdmaschinen. Wo sind nun alle, kurz zuvor noch zu sehenden Kondensstreifen geblieben? Alle Flugzeuge befinden sich noch im gleichen Luftraum und in der gleichen Flughöhe. Keine der Maschinen fliegt mit abgeschalteten Motoren. Hören wir, was der Kommentator dazu sagt. Because you know that enemy fighters will appear any minute. They know exactly where you are. They've been watching the stratosphere condense off your wingtips, giving you away in long trails of magnificent treachery. Der Kommentator, ein vom Militär kontrollierter Sprecher, sagt, dass dieser massive Streifen, den wir hier sehen, die Folge eines Flügelspitzenwirbels, eines sogenannten Vortex sein soll? Die Information des Filmsprechers ist aus meiner Sicht unzufällig falsch. Hier sehen wir eine authentische Flügelspitzenkondensation an einem modernen Kampfflugzeug. Die Untersuchungen beider Filme führt aus meiner Sicht zum Schluss, dass es sich hierbei um die Kombination aus Aufnahmen von frühen Chemtrail-Experimenten und gewöhnlichen Luftkämpfen handelt. Die hier vorgestellten Zeitdokumente sind mediale Schläfer, welche in der aktuellen Chemtrail-Diskussion gerne als Kronzeugen gegen Verschwörungstheorien angeführt werden, jedoch bei genauer Analyse leicht als gezielte Desinformation zu durchschauen sind. Die Frage, wie es möglich sein soll, dass weltweit zigtausende von Piloten,
und ein Heer von Bodenpersonal ohne ihr Wissen an Sprühoperationen beteiligt sein sollen, gehört wohl zu den unglaublichsten Behauptungen angeblicher Verschwörungstheoretiker. Und genau diese psychologische Tatsache macht es möglich, dass die, seit Jahrzehnten tagtäglich über Europa laufenden Sprühprojekte, bislang von der Mehrheit der Bevölkerung optisch nicht wahrgenommen und ihre Realität verdrängt wird. Von geheimen Stützpunkten aus werden mit Hilfe von Großcomputern Vorhersagesimulationen und Operationen für ausgewählte Zielregionen erstellt, welche über Satelliten, GPS und Transponderverfolgung die Sprühsysteme ohne jegliches Wissen der Piloten aktivieren und deaktivieren. Weltweit müssen somit nur wenige hundert Personen in die eigentlichen Missionspläne und Ziele involviert sein. Dieses Konzept wird vor allem in der zivilen Luftfahrt angewendet. Militärisch geführte Sprühoperationen mit unmarkierten Langstreckentankern werden von speziellen und zur Verschwiegenheit verpflichteten Militärpiloten von europaweit verstreuten, in offiziellen Basen ausgeflogen. Diese Tankerflotten sind auf keinen offiziellen Flugplänen zu finden und in der Regel abseits der genehmigten Luftfahrtkorridore zu beobachten. Weshalb man jetzt absichtlich einen Klimawandel hervorrufen soll, darüber gibt es viele Spekulationen, an denen ich mich allerdings nicht beteiligen werde. Doch wenn man weiß, dass Hochdruckgebiete im Zusammenspiel mit Tiefdruckgebieten das gesamte Wetter auf unserem Planeten steuern, dann kann man sich angesichts solcher Satellitenaufnahmen, wie zum Beispiel hier über dem Südosten der USA oder hier über Deutschland, dann kann man sich sicher gut vorstellen, wie man mit dem Erzeugen von Pinatubo-Effekt und Treibhauseffekt das gesamte Wetter auf diesem Planeten vom Computer aus steuern kann. Man hätte die Macht zu entscheiden, wer den Regen bekommt und wer eine Dürre. Die Menschheit ist auf einer Mission. Sie will Gott spielen und das Wetter kontrollieren. Aber wie ist es möglich, das Wetter zu kontrollieren? In den letzten Jahren sind überall auf der Welt zunehmend seltsame Wolkenformationen am Himmel erschienen. Einige Nordamerikaner haben sich bestimmt schon über die Wolkenstreifen am Himmel gewundert, die parallel verlaufen, Karo- oder X-Muster bilden. Sie erscheinen als normale Kondensstreifen von Flugzeugen. Doch sie bleiben für viele Stunden, manchmal für einen ganzen Tag am Himmel. Manche nennen sie Chemtrails. Chemtrails sind Chemikalien in der Atmosphäre. Sie werden absichtlich von hochfliegenden Tankflugzeugen der Luftwaffe versprüht. Dieser Bericht der US Air Force umrahmt den Plan, bis zum Jahr 2025 das Wetter zu Kriegszwecken manipulieren zu können. Der Bericht war eine militärische Analyse der Möglichkeiten. Regen erzeugen, Dürren erzeugen. Bis 2025 sollten wir in der Lage sein, das Wetter zu manipulieren. Sie haben es in Ihren eigenen Dokumenten zugegeben und streiten es dennoch öffentlich ab. Wer in Zukunft das Wetter kontrolliert, kann auch die Welt kontrollieren.